Oh, das. Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2016 auf der PlayStation 4. Und jetzt zeige ich euch das zweite Rennen, was ich euch zeigen wollte. Und zwar auf dem Hockenheimring. Da gehen wir schnell einmal rauf. Hier Deutschland. Wir nehmen natürlich wieder den Vettel. Ja, und dann geht es los. Ist alles noch eingestellt vom letzten Mal? Dann würde ich mal sagen, Einstellung schließen und dann kann das auch gleich losgehen. Bitte warten. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. In den letzten Jahren gab es viel Gerede um den Reifenverschleiß. Einige meinten, dieser wäre hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen, oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Der Verschleiß wird auf dieser Strecke wohl den Unterschied machen. Es ist recht einfach, die Reifen zu verschleißen, während man versucht, die Rundenzeit einzuhalten. Wenn die Balance von Anfang an stimmt, wie bei den Teams von Mercedes und Red Bull, kann man gut abschneiden. So. Diesmal werde ich auch mein Mikro aktivieren, das heißt, dann kann ich euch auch zeigen, wie man mit dem Renningenieur reden kann. Dafür gehen wir hier einmal auf Ton und Geräte anpassen und dann gehe ich hier auf Mikrofon der PlayStation Kamera stumm schalten, mache ich mal aus. So, dann kann ich nämlich auch gleich mit ihm reden. So, ich nehme Super Soft. Autoeinstellung, denke ich mal, ist so ganz gut. Ich werde hier nochmal, ich nehme so die Einstellung ungefähr. Und dann kann ich zur Strecke gehen. So, ich habe mich jetzt noch nicht wirklich eingefahren, aber es sollte doch eigentlich funktionieren. So, das war natürlich jetzt schon mal nicht ganz so pralle, aber vielleicht bin ich ja gar nicht mal so schlecht. Sag ich mal, nachher später auf der Strecke. Moment, ist Hamilton ist jetzt erster tatsächlich. Dann haben wir wieder DRS. Gleich im Rennen werde ich dann auch mal mit dem Boxeningenieur auch mal reden, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ich mache mal die Anzeige hier an. Reifenverschleiß. Wir müssen natürlich dann auch mit den Quali-Reifen dann auch starten. Mit den angefahrenen. Oh Gott. Da sind wir da ziemlich weit abgekommen. Ich habe jetzt ein bisschen anderes Setup gewählt hier für meine Aufnahme. Ich habe jetzt meinen PC umgesteckt, sodass ich auf meinem normalen Monitor jetzt zocken kann. Und das war nix. Das machen wir bitte nochmal. Oh Gott. Muss ich jetzt hier gleich bremsen? Nein. Aber ich bin tatsächlich nicht wirklich schnell. So, erstmal ein bisschen einfahren hier heute. Ja. Oh, das kann auch was werden. Jetzt die letzte Kurve, die muss passen. Na, nicht so schön, nicht so schön. Aber ich glaube, das war der erste Platz. Ich meine, das war der erste Platz. Ja, erster. Mann. Gut. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Hamilton und Nico Rosberg. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Okay, sind erster, wir haben... Oh, ich habe ein Zehntel nur Vorsprung.
Ja, die letzte Kurve habe ich ein bisschen versemmelt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. So. In der Formel 1 kann alles passieren und üblicherweise tut es das auch. Jedes Team hat seine eigene Geschichte zu erzählen und alle möchten diese Geschichte gleich enden lassen, nämlich auf den Treppen des Podiums. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Haarnadelkurve. Wie der aufgeregte Kollege neben mir kann auch ich das Rennen kaum erwarten. Es handelt sich übrigens um niemand Geringeren als Stefan Römer. Schön, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke, und auch ich warte schon gespannt auf das Rennen. Alle Zeichen deuten auf ein großartiges Rennen. Weltmeister in starken Autos, viele Fahrer in Form und, wie ich vermute, ein paar Strategen in der Boxengasse, die etwas anderes versuchen möchten und vielleicht die Reihenfolge etwas verändern. Das erste Rennen der Saison und du startest auf der Pole. Los, holen wir uns den Sieg. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Raikkonen, Daniel Ricciardo und Verstappen. Bottas, Kvyat, Massa und Carlos Sainz Jr. Grosjean, Button, Fernando Alonso und Perez. Hülkenberg, Gutierrez, Marcus Ericsson und Jolyon Palmer. Nasser und Magnussen. Pascal Wehrlein und Rio Hayanto macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, dann wollen wir mal das Rennen starten, würde ich sagen. So, ich mache meine Anzeige schon mal an. Jetzt sieht man auch schon, 14% habe ich jetzt auch schon Abnutzung. So, wir schauen mal kurz mal nach hinten. Oh, greift schon ein Mercedes an. Oh, ja, da, oh, das war das. Nein, das war das DRS-Schild. Ja, man ist da immer noch hinten. Nein, ist er nicht mehr. Okay. Alles gut, der Start ist gut verlaufen. Oh, ich habe schon eine halbe Sekunde Vorsprung. Ich guck mal nach hinten. Ach du, ahnst es nicht. Wir haben natürlich jetzt alle Windschatten. Oh. Aber das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. So, wollen wir mal gucken, wie er mich denn. Habe ich auch gleich schon eine Runde hier geschafft. Kann ich gleich mal meinen Boxeningenieur mal fragen nach den Abständen. Kann ich euch das mal zeigen? Oh Gott. Ich habe die schnellste Runde. Fahrer hinter mir. Oh, ja, ich merke gerade, ich habe den Boxenfunk, habe ich verkehrt eingestellt. Klein Moment mal, das stelle ich doch schnell mal ein hier, wie ich das denn einstellen kann. Doch, müsste ich eigentlich einstellen können. Audio-Lautstärke? Da, 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 nein, erweiterte Audio-Einstellung. So. Funkausgabe, ja, nur. Okay, das könnt ihr, glaube ich, auch sogar hören, wa? Können das natürlich auch so machen. Das ist natürlich doof, wenn ich dann gerade rede.
Ja. Ich glaube, ich werde das so machen. Dann hat das für euch auch so einen kleinen, sag ich mal, Touch, so als wenn das ein echter Funk wäre. Macht das jetzt also auf hier mein Controller. So, einmal bitte speichern, genau. Und dann geht das weiter. So. Fahrer hinter mir. Okay. Gut, dann konntet ihr es jetzt auch mal sehen. Benutzt das eigentlich sogar relativ oft. Oh Gott, da bin ich mit dem Heck weggerutscht. So. So, dann fragen wir einfach mal, wie das allgemein aussieht. Statusreport. Oh Gott, Entschuldigung, das mache ich bitte nochmal. Das war ja nun echt unnötig, ey. So. Aber ihr seht, das ist eigentlich echt cool. Wenn man die Ausgabe über den Controller macht, dann. Sag mal, was überholt er mich hier eigentlich immer? Guck mal, jetzt überhole ich ihn auch sowieso wieder. Ich fahre extra ein bisschen weiter außen. Guck mal hier, falls er nämlich gegenhält. Das wusste ich nämlich. So, dich kriege ich aber wieder. Na komm. Jetzt kann ich auch nochmal fragen, wie weit er jetzt vor mir ist. Gleich. Muss jetzt erstmal die Kurve fahren hier. Fahrer vor mir. Okay. Sehr gut. Oh, ich habe auch DRS jetzt. Das habe ich natürlich ein bisschen abreißen lassen. Natürlich nicht so schön. Ich würde doch ganz gerne gewinnen hier. Es wäre doch echt gelacht, wenn ich das hier nicht hinkriegen würde. Ich denke mal gleich hier. Welchen überholen jetzt nämlich. So, ich bremse einmal ein bisschen später und vorbei bin ich. So. Ich hoffe, ihr konntet hier den Boxeningenieur, Gottes Willen, jetzt gut hören. Ich habe das eben mal ausprobiert. Normalerweise müsstet ihr ihn echt gut gehört haben. Denk mal, es kommt auf jeden Fall authentisch rüber, wenn ich das dann über einen Controller ausgeben lasse. So, jetzt kommt auch schon die letzte Runde. Mal, mal gucken, mal nach hinten gucken. Nee, wir fragen einfach jetzt gleich mal ganz cool, obwohl das da ja auch steht. Oha. Er will auf jeden Fall vorbei. Also ganz zu Ende ist das hier noch nicht. Jetzt haben die auch noch DRS. Das wird ja echt witzig. Na? Ja, guck mal, da sehe ich ihn noch schon. Ist auch schon hier vorbei. Aha, da kommen ja noch mehr. So.
Gott. Ja, ein bisschen weit zu, bisschen zu weit außen. Schon sind zwei durchgestüpft. Die zwei Mercedes. Wow, da hat es mich gedreht. Oh Gott, und das war das Rad. Ja, Motor ist aus. Motor ist aus. Okay. So. Ich meine, so kann ich das ja nun nicht stehen lassen hier. Ich meine, ich kann ja nun jetzt noch Rückblende machen. Dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. So, jetzt aber. Jetzt hoffe ich ja, dass mich niemand hier... Aber jetzt überholen die mich noch alle oder was ist hier los? Nee, 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 Freundchen. So haben wir nicht gewettet. Ich will jedenfalls Dritter werden. Jedenfalls Treppchen möchte ich noch haben. So. Na komm. Ja, vielleicht kriege ich Hamilton sogar noch. Aber nicht, wenn ich so eine blöde Linie fahre. Dann wäre das nichts mehr. Ja, nein, ich werde wohl Dritter. Ich werde wohl Dritter. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall Podium. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Fernando Alonso. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen. Das hat er heute gezeigt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, damit möchte ich mich auch verabschieden aus diesem Video. Das ist jetzt ja doch etwas kürzer geworden, habe ich ja auch schon gesagt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt F1 2016 auf der PlayStation 4. Bis dann. Tschüss.